Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo zusammen in die Runde, in die Social Media Welt. Ein neues Gespräch auch mit mir hier, meine Facebook-Seite und Social Media Aktivität als Landratskandidat. Im Hintergrund erkennt man vielleicht das ein oder andere Merkmal von Lorsch und meine Gesprächspartner kommen ebenfalls aus der schönen Weltkulturerbestadt Lorsch, der Christian und Thomas Dewald. Thema heute ist die Landwirtschaft. Freue mich hier traditionell langjährigen, erfahrenen Landwirt hier als Gesprächspartner zu haben mit seinem Sohn. Und ja, Herr Dewald, Senior und Junior, stellen Sie sich doch erstmal selbst kurz vor. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Thomas Dewald. Ich bewirtschafte mit meiner Frau und meinem Sohn landwirtschaftliche Betriebe in Dorf. Ich habe konventionelle Landwirtschaft mit dem Hofladen und im landwirtschaftlichen Betrieb. Die drei Säulen sind ein bisschen aufgeteilt in der Familie. Meine Frau macht den Hofladen. Ich bin für die Tierhaltung mehr oder weniger zuständig und unser Sohn macht den Ackerbau und das Lohnsystem. Er kann sich das selber auch mal kurz vorstellen. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Christian Dewald. Wie gesagt, ich bewirtschafte mit meinen Eltern im landwirtschaftlichen Betrieb in Lorsch. Bin 33 Jahre alt, habe 2010 meinen Meister gemacht in der Landwirtschaft und steige jetzt nach und nach mit in den Betrieb ein. Ich bin hauptsächlich in unserem Betrieb, sage ich mal, für den Ackerbau und für das Lohnunternehmen zuständig. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, die Landwirtschaft ist glaube ich, ein Arbeitsumfeld, was man sich nicht unbedingt so als normales Arbeitsumfeld auch, glaube ich, auch vorstellen kann, was die Arbeitszeiten betrifft, was die Bedingungen auch betrifft. Man muss es wollen, man braucht Herzblut, man braucht Motivation. Jetzt hat der Dewald Senior natürlich das Glück, dass sein Junior mit eingestiegen ist. Vielleicht die Frage vorweg, Herr Christian Dewald, gab es schon immer die Überlegung bei Ihnen, unbedingt da auch in den Betrieb mit einsteigen zu wollen? War das schon immer auch für Sie die einzige Alternative? Ja, im Prinzip eigentlich schon. Also ich habe zwei verschiedene Praktiken gemacht in der Zeit und für mich war es dann aber wirklich klar, nach der Entwicklung der Realschule, dass ich meine landwirtschaftliche Ausbildung mache und damit einsteigen werde. Also ich bin von kleinen Ausbildungen dabei gewesen und ja, Was war das so. reizt Sie dabei an der Landwirtschaft? Was sind so die Vorzüge? Ja, eigentlich die Abwechslung jeden Tag was anderes. Es wird niemals langweilig. Dann zum anderen auch der Pflanzenbau, ganz klar, und die Arbeit in der Natur, verbunden dann mit der Technik einfach auch. Die Begeisterung zur Technik ist dann auch sehr stark. Und ja, das spielt dann alles zusammen und macht mir extrem Freude, ja. Da sind wir auch schon vielleicht auch bei den Herausforderungen oder den Veränderungen. Wenn ich jetzt an den Herrn Thomas Dewald mal sage, Sie haben natürlich jetzt den Überblick über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Was hat sich so verändert im Bereich der Landwirtschaft? Jetzt auch mit Blick auf Ihren Sohn und wenn Sie sehen, was hier dann auch an Ideen, an Überlegungen, aber auch natürlich auch an Kenntnissen und Kompetenzen dann auch kommt von der Schule, ja? Ja, es ist so, dass es sich also in den letzten 10, 15 Jahren extrem geändert hat, also speziell für unseren Betrieb, auch natürlich in der allgemeinen Landwirtschaft. Wenn ich das kurz mal Revue passieren darf, ich habe früher Tabak angebaut bis 2000, war viel Handarbeit für unseren Betrieb, hatte auch damals Saisonarbeitskräfte. Und nachdem meine Frau und ich den Betrieb übernommen haben, und dann haben wir den langsam umstrukturiert ein bisschen, weg von dem Tabak. Der Tabak war nicht so unsere Sache gewesen. Und habe den Rindladen ein bisschen ausgebaut, habe mit Zwiebeln und Kartoffeln angefangen zu produzieren. Und nebenbei noch das Lohngeschäft mit ein bisschen aufgebaut. Was mir schon immer zum Herzen gelegen hat, war auch die erneuerbare Energie. Da habe ich Photovoltaikanlage bei uns auf dem Dach und auch engagiert in der Biogasanlage mit der Energiegenossenschaft zusammen. Und die Technik
hat sich extrem verwandelt. Wir fahren heute mit GPS auf der Schlepper. Die ganze Schritte werden gesteuert über GPS, die Dinge werden gesteuert über GPS, um einfach dann Schutz zu sparen und die Umwelt zu schonen, um das exakt auszubringen. Also es ist ein riesiger Wandel in der Landwirtschaft. Ich habe immer früher gesagt, mein Vater, der hat noch eine Getreide gepflügt und dann ist er auf dem 200 DS Schlepper gefahren. Ein Leben, das ist also, das könnte ich keiner vorstellen, dass das so extrem im Wandel in der Landwirtschaft befindet. Also die Landwirtschaft heute hat so gut wie nichts mehr damit zu tun, wie die Landwirtschaft vor 50 Jahren betrieben wurde. Digitalisierung hat Einzug gehalten, bedeutet natürlich aber auch notwendige Investitionen. Das sind natürlich auch Herausforderungen für Ihren Betrieb. Führt das dazu, dass man mehr auch mit anderen zusammenarbeitet als früher? Ja, auf jeden Fall. Also wir jungen Leute, sage ich mal, arbeiten sehr viel zusammen. Und das macht auch extrem viel Spaß, muss man dazu sagen. Die Anforderungen sind ja mittlerweile auch, die rechtlichen Anforderungen, an auch was das Büro anbetrifft, mit der Dokumentation und so weiter, so komplex. Und da ist es einfach gut, sag ich mal, wenn man das mit jemandem zusammen macht, um halt einfach sich gegenseitig aufzutauschen und das Beste aus seinem Betrieb rauszuholen. Das heißt, ein größeres Miteinander und untereinander, aber die Probleme sind natürlich überall auch gleich, über die wir heute natürlich auch sprechen wollen. Bin ja hier im Kreis auch Umweltdezernent, habe eine wirklich mit großer Beteiligung auch jetzt zweimalig veranstaltete Biodiversitätskonferenz durchgezogen, auch mit Vertretern zu Recht auch der Landwirtschaft, weil Naturschutz und Landwirtschaft da durchaus vor ähnlichen Herausforderungen stehen, gerade zum Beispiel beim Thema Flächenverbrauch. Wir haben hier in der Region unheimlich große Infrastrukturmaßnahmen vor Augen. Die ICE-Trasse einerseits, wir haben Losch-Einhausen, eine Wäschnitz-Renaturierung, sag ich mal, Teil 1 gehabt. Teil 2 steht jetzt in Einhausen bevor. Sind Sie da selbst auch unmittelbar betroffen gewesen oder betroffen, wenn es tatsächlich jetzt so kommen sollte, wie es geplant wird? Ja, natürlich. Also wir waren ja jetzt auch in Losch die ganze Zeit schon betroffen von Industriebaugebieten. Die Seestraße wird extrem in unserem Betrieb dann einschneiden, was die Flächen angeht, weil wir ja an der A77 entlang auch Flächen bewirtschaften. Und auch die Wäschnitz-Sanierung bzw. Renaturierung in Einhausen wird auch Flächen von uns benötigen. Also Flächen sind ja nur einmal da letztendlich, wenn sie versiegelt werden für Baugebiete, für Gewerbegebiete, wenn sie umgenutzt werden, Retentionsfläche, Naturschutzfläche, sind sie natürlich für Sie so nicht mehr verwertbar. Wozu führt das letztendlich? Zu immer mehr Druck auch aus den vorhandenen Flächen noch mehr herauszuholen? Was bedeutet das in letztendlicher Konsequenz auch für Sie und Ihren Betrieb? Ja, natürlich. Erstens mal um die Erträge zu steigern, ganz klar. Und auch weitere Fahrstrecken mit dem Traktor auf sich zu nehmen, um halt in anderen Gemarkungen Flächen zu bewirtschaften. Jetzt haben wir in der Biodiversitätskonferenz auch das Thema Landschaftspflegeverband. Und das Ziel ist ja auch, dieses Jahr einen Landschaftspflegeverband zu gründen. Losch und Einhausen sendet da aus der Politik schon ganz gute Signale. Für mich ist da auch wichtig, dass die Landwirtschaft da mit im Boot ist. Nicht nur, weil wir darüber dann auch die Fördermittel generieren, sondern weil es eine Win-Win-Situation am Ende des Tages auch werden sollte, indem ein Landschaftspflegeverband auch Landwirte als Dienstleister sozusagen mit ins Boot holen kann bei der Landschaftspflege. Sehen Sie auch da Möglichkeiten, da ein zusätzliches Standbein bekommen zu können durch eine verstärkte Landschaftspflege von, ich nenne es jetzt auch mal bewusst, Flächen, die vielleicht jetzt nicht so hochwertig der Landwirtschaft aktuell zur Verfügung stehen? Das kann man sich schon vorstellen, auch für andere Betriebe. Wir betreiben jetzt sowas schon und zum Teil auch in den Naturschutzgebieten von Losch, wo wir auch die Leistung für die Überagentur durchführen. Und wenn man damit ins Boot genommen wird und vielleicht auch ein bisschen mit entscheiden darf, ist das mit Sicherheit kein Fehler.
Das Thema Flächenverbrauch ist ja gerade, was Slush-Benz am Heppenheim betrifft, in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder angesprochen worden, dass die drei Städte irgendwann mal zusammenwachsen. Das hoffen wir natürlich alle nicht, auch ich nicht, ich glaube auch Sie nicht. Auch Stubenwald rutscht immer mehr in Richtung Lorsch. Wie sehen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren? Kann und muss es immer so weitergehen? Oder muss Politik nicht irgendwann auch mal sagen, hier ist irgendwann mal auch Schluss mit dem Flächenverbrauch? Ja, in Lorsch ist es immer ganz extrem, was die letzten Jahre gebaut wurde. Das ging mit der A67, die sind jetzt dann die ganzen Baugebiete, was in Lorsch gegeben hat. Und wir kommen da wirklich an unsere Grenzen. Nicht nur, was sie an unsere Gemarkungsgrenzen kommen. Schiedenwald ist schon an der Gemarkungsgrenze nach Lorsch. Auf der anderen Seite von Lorsch ist der Wald, die A67. Und es bleibt nicht mehr viel Fläche für die Landwirtschaft und auch für die Erholungssuchende zur Verfügung, die wo ihre Freizeit auch mal draußen spazieren gehen möchten oder Radfahren möchten, nicht mehr so wichtig. Jetzt in der Pandemiezeit sieht man das ganz extrem, wie die Leute heute an so einem herrlichen Tag, wie die Leute doch draußen in der Natur spazieren gehen. Aber wenn das so weitergeht, bleibt man nicht mehr viel übrig. Klarer Appell nehme ich natürlich auch in meine Richtung so mit. Wir haben in der Biodiversitätskonferenz eine Resolution verabschiedet zum Thema Flächenverbrauch in der Hoffnung, dass wir auch da in der Politik, in den Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen hier in der Region da auch Rückendeckung bekommen und eine ähnliche Resolution dort verabschiedet wird, indem man sich dazu bekennt, zunächst mal sich mit dem Thema noch stärker auseinanderzusetzen. Die Bundesregierung hat den Netto-Null-Flächenverbrauch als Ziel für 2050 ja festgelegt. Jetzt ist es allerdings so weit weg, glaube ich, dass da keine leider konkreten Ziele auch auf dem kurzen Weg schon umgesetzt werden. Ich glaube, da müssen wir anfangen. Da muss jede Region auch sich klar dazu bekennen und kleine Zeichen setzen, möglichst schnell. Denn wie wir alle wissen, Fläche ist nur einmal da und sie führt letztendlich auch zum Verlust von Biodiversität. Ich würde noch mal gerne auf das Thema auch Hofladen und Direktvermarktung gekommen. Sie haben ja einen wunderschönen Hofladen mit vielen tollen Produkten auch in Lorsch. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie läuft der Hofladen gerade auch jetzt so in dieser Pandemie? Also der Hofladen in dieser Form gibt es jetzt, glaube ich, 10 Jahre. Zuvor war schon immer im Verkauf von Eiern. Somit hat es eigentlich angefangen. Viele Eltern haben den Hof 75 übernommen. Dort waren Hühner und dann haben sie das auch weitergeführt. Dann wurden die Eier direkt verkauft. Und 2009 kam die Tätighandelsverordnung. Die Hühner mussten immer in Käfig gejagt werden in Deutschland. Und da haben wir uns entschlossen, einen Stall hier in den Einboden zu bauen, Bodenhaltung und dort Eier zu produzieren. Und für die andere Produkte, Zwiebeln und Kartoffeln. Und da hat sich der Hofladen so entwickelt, dass wir jetzt andere Produkte von Kollegen mit bei uns verkaufen. Von uns gibt es Eier, Zwiebeln, Kartoffeln und Wurst und Fleisch vom Rind und vom Schwein, das wir selber halten. Wir schlachten einmal in der Woche 2 Schweine und nach Bedarf Rind. Und wie gesagt, das Produkt von der Kollegen, also ein Odenwald, Hochkäse, Wein, Obst aus der, von der Badischen Bergstraße und alles, was hier in der Region bei uns produziert wird. Das heißt, so ein Spargel, Erdbeeren natürlich, Gemüse, was hier produziert wird. In der Pandemie hat sich das so entwickelt, dass bei dem ersten Lockdown die Nachfrage natürlich sehr groß war. Die Leute mussten zu Hause selber kochen und haben die Produkte einkaufen müssen. Und da war unser Hofladen natürlich auch sehr stark frequentiert gewesen. Nach dem Lockdown, dem ersten, ging es ein wenig wieder zurück. Und jetzt beim zweiten Lockdown hat es wieder ein bisschen angezogen, nicht so stark wie bei dem ersten. Aber ich gehe davon aus, dass das, wenn die Gastronomie und die anderen Geschäfte wieder öffnen,
und dass sich das dann auch wieder anbieten kann. Also eine Mischung letztendlich auch, was den Verbraucher betrifft, vielleicht auch aus der Notwendigkeit heraus, vielleicht auch kurze Wege in Anspruch nehmen zu wollen, aber dennoch auch eine Sensibilisierung für Regionalität, für ein Bewusstsein zu schaffen, auch vor Ort einzukaufen bei Ihnen in Ihrem Hofladen. Gibt es da noch weitere Überlegungen, noch was auszubauen in dem Bereich? Wir haben durchaus auch ja die Möglichkeit, im Kreis Bergstraße auch ein regionales Produktlabel mal zu erstellen, gerade um Direktvermarkter, Hofläden auch zu unterstützen. Wäre das etwas auch, wo Sie begrüßen würden, damit man da noch eine größere Sensibilisierung schafft, auch größere Marketingmöglichkeiten realisiert? Ja, es ist so bei uns im Betrieb, dass es sehr arbeitsintensiv ist, von den Laden. Also es ist, es wird immer gesagt, die Landwirte können ihre Produkte selber verkaufen und es ist eine zusätzliche Einnahmequelle, das ist alles richtig, aber es muss auch bestimmt werden. Ja. Und wenn ich sehe, wie sich unser Betrieb in den letzten Jahren entwickelt hat, und dann muss ich sagen, dass wir eigentlich an der Grenze sind. Natürlich kann man das ausbauen, diese Geschichte, aber wir brauchen auch das Personal dazu. Und das ist das große Problem. Früher gab es die Metzgereien und die Bäckereien und die haben unsere Produkte weiterverarbeitet. Und jetzt müssen wir das, wissen nicht, aber können wir das machen. Aber wie gesagt, es ist halt sehr, sehr arbeitsintensiv, ist zwar lukrativ, die Produkte ohne Zwischenhandel selbst zu vermarkten. Aber wie gesagt, es ist sehr viel Arbeit, wenn wir erstmal die Leute dazu haben, die wir das machen können. Wenn ich jetzt unser Betrieb sehe, der Christian ist in seinem Ackerbau und seinem Lohnbetrieb voll beschäftigt. Wenn wir aus alles Gründen irgendwann mal sagen, okay, wir ziehen uns zurück, weiß nicht, wer das dann weitermachen kann. Ja, interessant ist das auf jeden Fall und ist auch lobenswert, dass da was unternommen wird für die Direktvermarkter. Und, aber wie gesagt, man muss das Bauernbetrieb mal abwarten, wie sich das entwickelt. Vielleicht nochmal so langsam zum Abschluss zu kommen, wenn man überhaupt so eine Frage stellen kann und wenn Sie überhaupt beantworten können, wie viele Stunden hat denn Ihre Woche an Arbeitszeit? Ja, das variiert sehr. Nee, das kann man so pauschal eigentlich gar nicht sagen. Wie gesagt, man macht das mit Leib und Seele und ist da gern dabei. Das ist eigentlich Beruf, Hobby und Leidenschaft in einem. Und ich glaube nicht, dass da einer mal seine Stunden von uns zusammenrechnet oder mal drüber nachdenkt. Das kommt einfach von meiner Sicht aus sehr vor. Ganz oder gar nicht, da kann es keine 40-Stunden-Wochen geben und keine 30 Urlaubstage im Jahr. Wenn die Erfordernis da ist, dann muss man raus, muss man ran sozusagen. Ja, es sind halt viele Faktoren zusammen. Einmal die rechtlichen Vorgaben, dann natürlich auch die Bedürfnisse oder das Verlangen vom Lebensstil eingehandelt und halt auch ganz klar das Wetter. Und danach muss man sich halt einfach mehr oder weniger nachrichten. Ja. Wenn ich eine Tierhandlung habe, ist das ganze Jahr, 365 Tage im Jahr, muss gefüttert werden, muss danach geschaut werden. Biogasanlage muss täglich, wird von uns täglich gefüttert und nachgeschaut. Im Hofladen, wenn sie morgens Produkte, bis die eingeräumt sind, können wir um 6 Uhr anfangen und abends um 6 Uhr wird der Laden zugemacht. Und dann muss noch geputzt und aufgeräumt werden, dass der nächste Tag wieder losgeht. Also können Sie sich ausrechnen, was da für Stunden anfallen. Aber wie der Christian schon gesagt hat, das ist einfach Berufung. Das ist ein sehr schöner Beruf. Und man ist draußen in der Natur, man lebt mit der Natur. Und mir hätte gern, dass es mehr wertgeschätzt wird von den Leuten für das, was wir für Arbeit machen, für sie Lebensmittel produzieren. Das ist das Ureigenste, was jeder braucht. Essen und Trinken, das ist das Wichtigste. Das sieht man jetzt wieder in der Pandemie.
Alles andere ist mehr oder weniger Nebensache. Man muss essen und muss trinken und das muss sichergestellt werden. Die Leute in der Medizin heute, die haben gesagt, ja, die sind systemrelevant und das ist sehr wichtig, aber sie werden leicht wieder vergessen. Das ist bei uns das Gleiche, leider Gottes so, dass dann immer darüber nachgedacht wird, wo die Lebensmittel herkommen. Ja, so ist es. Sie haben in der Tat eigentlich den Auftrag der Nahrungsversorgung, die Landwirtschaft vor Ort, und ich kann das da auch wirklich bestätigen. Ich führe da auch immer wieder auch mal Gespräche mit dem Kreislandwirt, die in eine ähnliche Richtung auch gehen, dass man immer wieder mal da auch sensibilisieren muss und auch Lobbyarbeit auch für die Landwirtschaft machen muss. Deswegen sitzen wir ja auch heute hier in dem Gespräch zusammen, um das auch nochmal nach außen zu tragen, wie wichtig und wie wertvoll die Arbeit ist der Landwirtschaft. Und vielleicht nochmal zum Abschluss, da braucht man natürlich auch eine Familie, die hinten dran steht, die den Rücken frei hält, die auch da, glaube ich, zu 100% dann auch die Arbeit, die Aufgabe, die Berufung auch mitträgt. Ich glaube, auch das ist immer ganz wichtig, vergisst man oft, glaube ich, auch an so einer Stelle. Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage auch an Sie nach Lorsch. Gibt es von Ihrer Seite aus noch Wünsche, Anregungen in meine Richtung, in die Richtung des Kreises, in die Politik, die ich auch nochmal gern mitnehmen kann für die nächste Zeit? Ja gut, wir haben uns ja schon angesprochen mit dem Flächenverbrauch, dass man sich das vielleicht da ein bisschen einheitlich bietet. Was mir auch noch am Herzen liegt, dass vielleicht auch Staat ist in Zukunft mit den ganzen Vorschriften und Auflagen, dass halt einfach die Unterstützung der Landwirtschaft durch den Kreis, durch auch das Landwirtschaftsamt, einfach sichergestellt wird und das weiterhin bei uns so bestehen bleibt, um halt da einfach gut und gerne mit denen mitarbeiten können, dass das einfach für die Zukunft Nehme ich mit. Da sind Sie bei mir auf jeden Fall auf der richtigen Seite, dass wir uns da auf Augenhöhe begegnen, sage ich mal an der Stelle. Ja. Das ist der Auftrag, den ich sehe für eine Landratsamtsverwaltung. Wir sind für Sie da. Das ist unser Job und den müssen wir dann auch so entsprechend gut machen. Vielen Dank. Ich habe zu danken für das Gespräch über die Landwirtschaft aus Ihrer Sicht, auch über die Direktvermarktung der Produkte vor Ort, über wichtige Themen wie den Flächenverbrauch, letztendlich auch ein bisschen auch den Natur- und den Artenschutz und die Biodiversität, dass es da wirklich eine enge auch Schnittmenge auch gibt. Ja, und ich bin gespannt, was die nächste Zeit alles so bringt. Wir brauchen die Landwirte, sie gehören zu uns und dafür müssen wir uns auch immer wieder einsetzen und das bewusst werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, alles Gute und ja, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder bei einem Einkauf im Hofladen in Lorsch. Vielen Dank.